Sie heute ein Stück mitnehmen? Danke, mit der U-Bahn bin ich schneller. Ach, Herr Derrick. Er hatte sich für 12.30 Uhr angemeldet. Ja, ich weiß. Zu spät, Herr Doktor. Ich weiß, viel zu spät. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Guten Tag, von Gersky. Guten Tag. Ich wollte Sie noch anrufen, als mir klar wurde, dass ich den Termin nicht halten kann, aber da kam schon wieder was dazwischen. Sie können ja nicht voraussehen, wann jemand mit einem Messer oder einer Kugel die untreue Ehefrau oder ihren Liebhaber ins Jenseits befördert. Es würde mir nichts ausmachen, noch mal in die Praxis. Ihr Laborbefund von Herrn Derrick liegt auf Ihrem Schreibtisch. Danke, Fräulein Gersky. Sie können auf jeden Fall gehen. Ja, dann einen schönen Tag noch. Ja, es kommt ganz auf die Werte an. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Bis morgen, Fräulein Gersky. Bis morgen. Kleiner Eisenmangel, Cholesterin gerade noch unter dem Grenzwert, aber sonst alles völlig in Ordnung. Wir können uns den Befund gerne noch mal zusammen ansehen. Nein, Doktor, ich verstehe ja sowieso nichts davon. Und meinen Rat, nicht so viel zu arbeiten, den Stress zu meiden, sich mehr Ruhe zu gönnen. Ich will es den Ganoven sagen, ja. Aber versprechen kann ich Sie nicht. Ich nehme an, Ihre Frau wartet schon auf Sie. Grüßen Sie sie bitte recht herzlich. Ich würde Ihre Grüße gern bestellen. Nur glaube ich nicht, dass sie auf mich wartet. Wahrscheinlich hat sie zu oft warten müssen. Ich kann eben auch nicht voraussehen, wann ich zu einem Blinddarm gerufen werde oder zu einer Gallenkolik. Um auf den Punkt zu kommen, sie hat einen Liebhaber. Tag, Erna. Ich habe Ihnen etwas zu essen gemacht. Meine Frau ist nicht da? Nein. Hat sie gesagt, wann sie kommt? Nein. Danke, Erna. Das Essen, Herr Doktor. Ja, ich komme, Erna. Jemand isst gerade. Soll ich Ihnen... Nein, danke. Erna? Ja? Ein paar Sachen sind noch in der Reinigung. Ja, gut. Entschuldige bitte. Ich wusste nicht, dass du kommst. Nein, lass dich bitte nicht stören. Ich habe keinen Hunger. Ich warte drüben. Sehr glücklich siehst du nicht aus. Ich bin nervös. Iss jetzt. Wir sprechen dann später miteinander. Ist etwas passiert? Was soll denn passiert sein? Ich habe mich entschlossen. Wozu? Ich habe ein paar Sachen gepackt für die nächsten Tage. Das andere lasse ich irgendwann abholen. Du sagst ja nichts. Was ich sagen konnte, habe ich gesagt. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass du so schnell eine Entscheidung treffen würdest. Ich musste, ich weiß, dass ich die Situation dir nicht zumuten kann und mir auch nicht. Du gehst endgültig? Natürlich endgültig. Andrea, der Mann liebt dich nicht. Fang bitte nicht so an. Ich sage nur, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Und ich wiederhole es, der Mann liebt dich nicht. Bitte. Lass mich gehen. Ich kann keine Sinne tragen. Du kannst mir doch wirklich nicht vorwerfen, dass ich dir eine mache. Entschuldige. Ich weiß, dass ich dir wehtue.
Ich kann nicht anders. Schon gut, Andrea. Schon gut. Ich habe schon befürchtet, dein böser Ehemann hat dich im Heizungskeller eingesperrt. Oder? Oder? Oder was noch viel schlimmer wäre, dich ins gesetzlich geschützte Ehebett zurückgeholt. Ganz im Gegenteil. Er hat mir nicht einmal eine Szene gemacht, als ich ging. Du hast ihm offen gesagt, wohin? Ja, das habe ich. Habe ihm auch gesagt, dass es endgültig ist. Da staunst du. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe mir gesagt, es muss sein. So ging es ja nicht weiter. Du hast ihm gesagt, dass du ihn verlässt? Als ich mich dazu entschlossen hatte, ging alles viel leichter, als ich dachte. Jetzt bin ich da. Und du kannst mich ruhig ein bisschen bewundern. Ich spüre nichts. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Und vor bewunderndem Erstaunen fällt mir nichts Besseres ein. Du kannst dir ruhig Zeit lassen. Heute muss ich nicht wieder weg und morgen auch nicht. Entschuldige, ich habe dir nicht einmal deinen Sherry serviert. Siehst du? Oder habe ich dich etwa erschreckt? Sie wissen natürlich, dass meine Frau nicht in Urlaub gefahren ist. Ich weiß, Herr Doktor. Es wäre mir sehr recht, wenn Sie bleiben, Erna. Aber wenn Sie woanders... Ich bleibe, Herr Doktor. Du meinst also, wir sollten jetzt eine Zahnbürste für dich besorgen? Du musst dich nicht in Unkosten stürzen, ich habe sie mitgebracht. Im Handtäschchen? Im Koffer? Im Koffer? Ja. Drei Koffer, eine Tasche, drei Mäntel, habe ich gleich mitgebracht. Es war doch wichtig, dass ich ausziehe. Ohne Trennung keine Scheidung, es muss alles eine Ordnung haben. Und jetzt brauchst du eine Wohnung. Oder lässt das Gesetz auch zu, dass du im Hotel wohnst? Das Gesetz hat nichts dagegen, wenn ich zu dir ziehe. Wir brauchen die Sachen bloß raufzuholen. Ich habe alles im Auto. Ja. Hast du da nicht ein bisschen voreilig gehandelt? Voreilig? Ja, du hast mir kein Wort gesagt. Ich meine, das ist doch eine Sache, über die man sprechen kann. Über die man sich verständigen muss. Ja, dass ich zu dir ziehe. Ja, ich bin in keiner Weise darauf eingerichtet. Nicht eingerichtet? Entschuldige, aber das kommt so aus heiterem Himmel. Ich meine, machen wir da nicht was falsch? Was falsch? Ja. Was kann daran falsch sein, wenn ich zu dir ziehe? Wir lieben uns doch. Natürlich, natürlich lieben wir uns, aber... geht es doch jetzt nicht. Du meinst wegen meiner Scheidung? Ja. Ja, aber nicht nur.
Willst du auch einen Whisky? Na, danke, im Moment nicht. Meinst du, es ist so klein hier, zu eng für uns beide? Ich gehe ein bisschen ums Haus, Herr Mann. Ist gut, Herr Doktor. Bin bald wieder zurück. Aber du selbst hast doch immer gesagt, dass wir zusammenbleiben wollen. Zusammenbleiben und zusammen wohnen, das sind, entschuldige, zwei verschiedene Dinge. Die Liebe, das Gefühl, ich meine, all das leidet unter ständigem Beisammensein. Und man fühlt sich plötzlich eingeengt, man verliert seine Freiheit. Du müsstest das doch wissen, gerade du, warum sind denn deine Koffer im Auto? Ja, ich will meine Freiheit auch nicht verlieren. Also komm, pass auf, du ziehst zu einer Freundin oder suchst dir eine kleine Wohnung und bis die gefunden ist, fährst du einfach zurück. Packst die Koffer wieder aus. Nach dem Eindruck, den ich von deinem Mann habe, hat er sicher nichts dagegen. Das ist doch ein guter Vorschlag. Und es hat nichts mit meinen Gefühlen für dich zu tun. Da kannst du ganz sicher sein. Verstehst mich doch. Ja. Ich habe verstanden. Verstehen. Frau Bloch? Nein, Ihr Mann, Herr Dr. Bloch ist nicht da. Moment. Moment, ich glaube... Ja, er kommt. Moment. Ihre Frau? Meine Frau? Ja, Andrea? Er hat mich... Er hat mich vor die Tür gesetzt. Andrea, bitte, sei ganz ruhig. Hinausgeworfen, mit meinen Koffern hinausgeworfen. Andrea, du hast doch ein Zuhause. Komm her. Ich hab dir gesagt, der Mann liebt dich nicht. Der ist es gar nicht wert. Komm zurück. Hörst du? Zurück? Ja, komm sofort. Hörst du? Oder soll ich dich holen? Sag mir, wo du bist. Andrea, wo bist du? Andrea, hörst du mich? Andrea? Andrea? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja? War niemand dran. Ich kann nur warten. Sie sind Dr. Bloch? Ja. Bitte.
Ist das Ihre Frau? Ja, das ist meine Frau. Morgen, Stefan. Morgen, Harry. Sag mal, geht's denn voran in Sachen Maßregeln? Der liegt längst beim Staatsanwalt. Dieser verdammte Papierkram, der macht mich noch verrückt. Das hat mir der Doktor doch gesagt, keinen Stress. Ja, aber das gilt nicht. Das war auf der Straße im Vorübergehen. Da hat er keinen weißen Kittel an, kein Stethoskop um. So, sag mal, dein Arzt heißt doch Bloch, oder? Mhm. Könnte es sein, dass das hier seine Frau ist? Andrea Bloch, stimmt. Sie war das Opfer eines Verbrechens. Was soll das heißen? Tja, merkwürdig. Ich meine, da müsste doch was vorliegen. Ich schau mal schnell nach. Sie war das Opfer eines Verbrechens. Opfer eines Verbrechens. Unter den Verkehrsunfällen ist eine Frau Bloch. Sie ist gegen einen Brückenpfeiler gerast. Wahrscheinlich Selbsttötung. Also von Fremdverschulden steht hier nichts. Alles andere ist völlig in Ordnung. Aber Ihre Tropfen müssen Sie wirklich regelmäßig nehmen. Herr Derrick ist am Telefon. Ja, stellen Sie durch. Mhm. Wiedersehen, Herr Graber. Machen Sie Termin mit Fräulein Gerski. Ich habe Ihnen Lümmelfund dabei zugeschickt. Bloch? Danke, Herr Derrick. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Sie sehen, ich bin wieder voll in der Arbeit. Und ich fange erst an, mich damit auseinanderzusetzen. In der Todesanzeige steht doch, dass sie einem Verbrechen zum Opfer fiel. Es war Fremdverschulden. Ich wollte Sie deswegen auch anrufen. Ich würde Sie gern sprechen. Persönlich. Wie lange sind Sie im Büro? Na, lange, lange. Ich habe Bereitschaftsdienst. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn ich heute noch vorbeischauen dürfte. Gut. Im Präsidium. Ich werde mich schon zu Ihnen durchschlagen. Ja, bitte. Herr Dr. Bloch. Ah, ja, danke. Kommen Sie bitte herein, Doktor. Guten Abend, Herr Derrick. Guten Abend. Wollen Sie Ihr Jacket ausziehen? Danke, danke. Na gut, dann nehmen Sie Platz. Es ist nicht sehr nobel bei uns. Es riecht nach Lisol. Das ist unangenehm. Aber ich habe uns dafür einen guten Kaffee gemacht. Das ist sehr liebenswürdig. Aber ich möchte Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen. Darf ich ihn hier herstellen? Ja. Bitte schön. Herr Doktor? Ich sagte, dass ich Sie gerne gesprochen hätte. Und zwar, weil der Tod meiner Frau in Ihr Gebiet fällt. Sie ist ermordet worden. Nach dem Unfallbericht hat sie Selbstmord verübt. Sie ist in selbstmörderischer Absicht gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Aber dennoch, es hat sie jemand ermordet. Sagte ich Ihnen nicht, dass sie eine Liebhaber hatte? Sie sagten es ja. An dem Tag, als Sie noch zu mir in die Praxis kommen wollten, ist meine Frau aus unserer Wohnung ausgezogen. Sie hat 3 Koffer gepackt und ist zu ihrem Liebhaber gefahren. Ich konnte sie nicht mehr zurückhalten. Ihr Liebhaber hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass sie bei ihm wohnen wollte und hat sie mit ihren Koffern hinausgeworfen. Woher wissen Sie das? Sie hat mich kurz vor ihrem Tod angerufen und mir gesagt, nein, sie hat es geschrien. Er hat mich hinausgeworfen. Sie war am Ende. Sie war nicht mehr in der Lage, mir zu sagen, wo sie war. Ich konnte ihr nicht mehr helfen. Habe ich nicht recht, wenn ich sage, dass dieser Mann sie ermordet hat? Nein. Nein, ich meine, was immer der Mann gesagt hat, was er getan oder unterlassen hat. Vielleicht war es der Anlass zu der Tat, aber die Tat hat ihre Frau ganz allein zu verantworten. Sie können doch den Mann deswegen nicht vor Gericht stellen. Ich verstehe. Der Fall hat für Sie als Beamter nur eine juristische Seite. Aber mich interessiert Ihre persönliche Meinung. Wie ist die? Hat er Sie umgebracht oder nicht? Nein. Nein? Herr Doktor, wenn man überhaupt darüber sprechen will, dann hat er das getan in einem ganz übertragenen Sinn. In einem
ganz übertragenen Sinn. Muss ich mich damit abfinden? Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Naja. Es war mir wichtig, Sie zu fragen. Ich habe es getan. Ich bin anderer Meinung. Was meinen Sie? Sollte ich mit dem Mann nicht mal sprechen? Unter dem Aspekt, dass er ein Mörder ist? Ich fürchte, ich habe Sie erschreckt. Das lag nicht in meiner Absicht. Nein, nein, es ist... Da ich Sie telefonisch nie erreicht habe und Sie meiner Bitte um Rückruf, die ich Ihrem Anrufbeantworter vertraute, noch nicht nachgekommen sind, hielt ich es für einfacher. Mein Name ist Bloch. Dr. Bloch? Ja, Sie waren mit Andrea eine Zeit lang sehr befreundet. Mit meiner Frau. Ja, und? Sie sind der Letzte, der Sie gesehen hat. Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Ein paar Minuten. Wenn Sie mich mit Ihnen aufnehmen. Ja, bitte. Ich sag's Ihnen gleich, ich habe wenig Zeit. Wofür ich volles Verständnis habe. Wollen Sie nicht ablegen? Danke, nein, ich habe Ihnen versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Aber wenn ich mich ein wenig umsehen darf? Bitte. Eine Wohnung, die Andrea sehr gut gekannt hat. In der sie ein- und ausgegangen ist. So gut wie zu Hause war. Kann man das sagen? Herr Dr. Bloch. Was passiert ist, tut mir ungeheuer leid. Ich glaube, ich sollte Ihnen das sagen und Sie sollten es mir glauben. Vielleicht ist es ganz gut, dass Sie zu mir gekommen sind und dass wir über die Sache sprechen, die auch mich tief erschüttert hat. Wollen wir was trinken? Nein, nein, Sie sagten, Sie haben keine Zeit. Kommen wir zu der Sache, wie Sie es nennen. Die Sache ist eine Frau, die ihre Koffer gepackt hat, um hier einzuziehen, weil sie mit Ihnen zusammen sein wollte. Ununterbrochen mit Ihnen zusammen sein wollte. Sie haben sie mitsamt Ihren Koffern hinausgeworfen. Nein, so war es nicht. So war es keinesfalls. Aber so hat sie es mir gesagt. Wie gesagt? Am Telefon, bevor sie sich umbrachte. Sie rief mich an und sagte, nein, sie sagte es nicht. Sie schrie, weinend, von Weinkrämpfen geschüttelt. Er hat mich rausgeworfen. So hat sie es wohl empfunden. Das konnte sie nicht ertragen und fuhr gegen eine Betonwand. Kann ich jetzt doch etwas zu trinken bekommen? Was hätten Sie gern? Wenn ich Sie um ein Glas Champagner bitten dürfte? Natürlich, gern. Herr Brunner? Herr Dr. Bloch,
Ich frage mich natürlich, ob ich jetzt nicht mit einem Mörder anstoße. Ich habe die Frage sogar mit einem Kriminalkommissar erörtert. Welche Frage? Ob man nicht von Mord sprechen kann. Das haben Sie mit einem Kriminalkommissar besprochen? Ja. Und was sagte der Kriminalkommissar? Dass man schon von Mord sprechen könne. In einem übertragenen Sinn. Was soll der Quatsch? Andrea hat Selbstmord begangen. Das wurde eindeutig festgestellt. Ja. Aber könnte man nicht der Meinung sein, dass Sie Andrea vorher schon getötet haben? Sie haben sie hinausgeworfen und gaben ihr damit etwas zu erkennen. Und das innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden, dass sie sie nicht liebten, ihr das nur vorgemacht hatten und zeigten es ihr auf eine Weise, dass sie es nicht überleben konnte. Sie war schon tot, bevor sie sich das Leben nahm. Entschuldigen Sie, ich kann doch kein Glas Champagner mit Ihnen trinken. Wenn Sie meine Frau geliebt hätten, hätte ich es gekonnt. Mit Ihrem Mörder kann ich es nicht. Ich habe Sie ausreden lassen. Aber nun reicht es. Verstehen Sie? Es reicht! Vielleicht habe ich Andrea hinausgeworfen. Aber ob Sie es überleben oder nicht, bitte gehen Sie. Ich gehe. Und ich gehe in der Gewissheit, dass sie sie umgebracht hat. Guten Tag, Doktor. Herr Derrick. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie noch Platz. Danke sehr. Fräulein. Keine Praxis heute? Mittwochs. Ärzte. Bitte, Herr Derrick. Soll ich Ihnen die Karte bringen? Ja, bringen Sie mir einen Kaffee und Mineralwasser, ja? Ich habe den Mann aufgesucht. Wozu? Weil ich mir Gewissheit verschaffen wollte. Und jetzt habe ich sie. Er ist ein Mörder. Nein, Doktor Bloch. Ich weiß. Ich weiß, Sie sagten es, nur im übertragenen Sinne. Aber ich sehe es eben doch ganz anders. Er ist ein Mörder. Warum haben Sie mich hier bestellt? Um Ihnen das zu sagen. Und weil ich der Meinung bin, dass ein Mörder, dieser Mörder, bestraft werden muss. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass kein Gericht auf der Welt diesen Mann bestrafen wird. Das habe ich ja begriffen. Aber ich meine auch nicht irgendein Gericht. Ich werde ihn bestrafen. Wie wollen Sie denn das machen? Ich weiß, jetzt muss ich vorsichtig sein. Aber ich sag's trotzdem. Ich werde ihn umbringen. So gut wie umbringen. Und zwar so, dass auch mich kein Gericht der Welt bestrafen kann. Hey, sehr freundlich. Ich mach das schon, das ist sehr lieb. Dankeschön. War es das, was Sie mir sagen wollten? Ja. Und ich sage es Ihnen, weil ich Sie brauche. Weil ich Sie als Zeugen brauche. Hat er dir erklärt, was er meint? Nein. Aber du hast ihn gefragt. Natürlich habe ich ihn gefragt. Aber er hat mir auf die Frage nicht geantwortet. Er hat gesagt, wartet es ab. Ja, sag mal, ist der Mann verrückt? Nein. Ich meine, kann es sein, dass er den Verstand verloren hat? Nein, das glaube ich nicht. Ja, was meint er denn damit, er braucht ein Zeugen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du kannst kochen. Ich denke, lass mich einladen. Ich mach die Flaschen auf und du kochst. Nur Kaviar. Wie sind Sie hier reingekommen?
Wenn ich Sie erschreckt haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ganz einfach. Die Polizei brachte mir die persönlichen Sachen meiner Frau. Unter anderem diese Schlüssel. Ich wollte sie zurückbringen. Sie war nicht da und da habe ich mir gedacht, wartest du eben. Geben Sie die Schlüssel her. Wollen Sie mich mit der jungen Dame nicht bekannt machen? Ich bin Dr. Bloch. Annette Heuer. Sehr angenehm. Meine Frau war eine Zeit lang eine sehr gute Freundin von Herrn Brunner. Dies hier war ihr zweites Zuhause, bis Herr Brunner sie von einer Sekunde zur anderen vor die Tür setzte. Worauf sie sich das Leben nahm. Hören Sie auf! Machen Sie, dass Sie rauskommen. Verschwinden Sie! Um Himmels Willen, ich habe Ihren Unwillen erregt. Und vor dieser jungen Dame, die möglicherweise die Nachfolgerin meiner Frau ist. Kommen Sie. Wenn es so ist, gebe ich Ihnen einen Rat. Kommen Sie nicht mit Koffern her. Ja, Herr Brunner? Guten Tag. Dann müsst ihr euch einen anderen Termin geben lassen. Ja, was soll ich denn anderes tun? Moment bitte. Was? Dr. Bloch. Also gut, Moment, dann sagt mir Bescheid, ja? Ja, Derek? Nein, im Moment nicht. Und wie wäre es, wenn wir uns im Kühl treffen? Wenn Sie Lust haben, könnten wir eine Partie bitten. Jederzeit, Sie müssen sich nicht festlegen. Ich bin ab 8 da. Kommen Sie einfach, wann Sie wollen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Gut. Bis heute Abend, Herr Derek. Du verschwendest deine Zeit mit diesem Mann. Was erwartest du? Mir geht nicht aus dem Kopf, dass er gesagt hat, er will mich zum Zeugen machen. Der hat den Tod seiner Frau nicht verkraftet. Durchgedreht. Er ist nicht durchgedreht. Er hat was vor. Genau, du sagst es, dich zum Zeugen zu machen. Oder du hast ihn falsch verstanden. Brunner starrte mich an, als sei ich ein Geist. Und in diesem Augenblick war ich ganz sicher, er weiß es. Was? Dass er ein Mörder ist. Warum haben Sie ihm den Wohnungsschlüssel nicht einfach in den Briefkasten geworfen? Aber nein, 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 nein. Ich wollte ihn sehen. Wissen Sie, an diesen Mann denke ich Tag und Nacht. Haben Sie noch Lust? Ich bin heute ein sehr schlechter Spieler. Können Sie das verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Sie sollten ihn nicht mehr sehen. Vorübergehend. Ganz. Mit ganz bin ich nicht einverstanden. Aber darf ich Sie an die Bar einladen, dann schaffe ich es vielleicht vorübergehend. Ja, ich muss morgen früh raus. Sie würden mir sehr helfen. Es fällt mir sehr schwer, nach Hause zu gehen. Das ist gut. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Derek, ein seltener Gast. Danke, ja, leider. Sie kommen nicht dazu, eine ruhige Kugel zu schieben, oder? Kaum. Was kann ich für Sie tun? Herr Derek ist mein Gast. Ja. Herr Doktor, ein Gläschen Champagner, etwas Prickelndes oder mehr ein Absacker? Herr Derek? Absacker? Nein. Ich möchte schon was Erfrischendes. Vielleicht kann man beides miteinander verbinden. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, als man auch nur ahnt. Gehen Sie schlafen, Erna. Starren Sie mich nicht so an. Es ist nichts passiert. Nichts, was Sie beunruhigen könnte. Sie kommen noch mit rein. Ich komme noch mit rein. Frau Glubitsch, nehmen Sie das, bitte. Helfen sich doch gar nicht, mit aller Bestrafung, wie Sie es nennen. Das Gericht hat bessere Argumente als Sie. Das Gericht wird sagen, Mord. Sie haben gesagt, Sie wollen ihn umbringen. Wollen Sie das wirklich tun?
Wollen Sie nicht einen Psychologen aufsuchen? Was mit mir los ist, weiß ich. Ich habe meine Frau geliebt. Ohne sie gibt es kein Leben mehr, kein normales. Es hat sich alles verändert. Es ist, als ob ich falle aus allem, aus meinen Gewohnheiten, meinem Beruf, meinem Ich. Sie werden etwas Unüberlegtes tun. Unüberlegtes? Nichts ist unüberlegt. Es ist alles sehr genau überlegt. Ich werde jemanden bestrafen, den sonst niemand bestraft. Wie? Wie wollen Sie das machen? Nett, dass Sie mich nach Hause gebracht haben. Sag mal, ist der Eric noch nicht da? Ich brauche eine Unterschrift. Der hat sich auf eine Partie Billard eingelassen, bei der die Spielregeln nicht so ganz klar sind. Guten Morgen. Morgen, Stefan. Na und, gewonnen? Ich weiß nicht mal, ob ich gespielt habe. Der braucht die wohl wieder mal als Zeugen. Und ich brauche eine Unterschrift. Ja, der Bloch ist zu allem fähig. Er ist auch zu allem entschlossen. Weißt du, ich spiele da eine Rolle in einem Spiel, das ich nicht kenne. Grüß Gott. Bitte schön. Ja, das freut mich. Das freut mich. Schönen guten Abend. Das ist ein privater Empfang. Haben Sie eine Einladung? Aber sicher, ich bin ein Bekannter von Herrn Brunner. Bitte sehr. Wir kennen uns noch nicht. Die beiden. Guten Abend, Dr. Bloch. Ich bin ein Freund. Nein, Freund kann man nicht sagen. Ein Bekannter von Herrn Brunner. Sie sind Kaufmann? Nein, ich bin Arzt. Sein Hausarzt? Nein, Herr Brunner war mit meiner Frau befreundet. Sie war seine Geliebte. Verzeihung, Ihre Frau? Ja, meine Frau. Sie war Brunners Geliebte. Etwa 3 Monate. Ja, hallo. Hallo, auch wieder im Land? Guten Abend, mein Name ist Bloch, Dr. Bloch. Ich erzähle Herrn Tybalt gerade, dass Herr Brunner mit meiner Frau sehr gut bekannt war. Leider kann sie heute Abend nicht dabei sein. Sie ist tot. Sie kam zu Herrn Brunner, um mit ihm zu leben, bei ihm zu wohnen. So hatte sie ihn verstanden, aber er hat sie rausgeworfen. Etwas brutal, worauf sie sich in ihren Wagen setzte und gegen einen Brückenpfeiler fuhr. Vielleicht haben Sie von dem Fall gehört. Stand ausführlich in den Zeitungen. Selbstmord aus persönlichen Gründen. Vielleicht kennen Sie meine Frau. Wollen Sie mal einen Blick darauf werfen? Nein, nie gesehen. Was tun Sie hier? Ich habe Sie nicht eingeladen. Was geht hier vor? Ich erzähle gerade, dass Sie meine Frau sehr gut gekannt haben und dass vielleicht auch die Anwesenden Ihre Gäste Sie kennen. Deshalb zeige ich Ihnen das Foto. Sie sind verrückt. Es ist eine Tatsache, dass meine Frau Ihren, Herrn Brunners, Gefühlen vertraute und dass Sie sie hinausgeworfen haben, als sie sich von mir getrennt hatte und zu Ihnen kam. Hören Sie auf! Die Art und Weise muss Sie derart schockiert haben, dass sie sich in Ihren Wagen setzte und gegen einen Brückenpfeiler fuhr. Haben Sie den Mann reingelassen? Aber er hat doch gesagt, dass er Sie... Schmeißen Sie ihn raus, aber ganz schnell. Darf ich bitten, mein Herr? Bitte sehr. Ich gehe schon. Jetzt eine Frage. Ist das nicht Mord? Ist der Mann, der Sie alle eingeladen hat, nicht ein Mörder? Natürlich im übertragenen Sinn. Machen Sie, dass Sie hinauskommen. Kann ich mein Foto wiederhaben? Sie können jetzt doch nichts mehr damit anfangen. Warum tun Sie das, Herr Doktor? Mit solchen Auftritten erreichen Sie doch gar nichts. Ich bitte Sie, ich mache etwas publik. Ich mache einen Mord publik. Es war kein Mord. Sehen Sie das doch endlich ein. Von Mordtaten dieser Art ist die Welt voll. Und ich bin jemand, der das in diesem Fall nicht hinnimmt. Ja, was wollen Sie denn tun? Den Mann umbringen? Ich bin sogar ernsthaft der Frage nachgegangen, wie ich mir eine Waffe beschaffe. Unauffällig. Und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Haben Sie eine bekommen?
Glauben Sie, dass ich Ihnen das sagen würde? So, jetzt habe ich Ihre Zeit aber lang genug in Anspruch genommen. Wie gesagt, ich habe in der Nähe zu tun. Auf Wiedersehen, Herr Dirk. Doktor. Herr Klein? Eine Frage noch. Wenn ein Mörder, genauer gesagt, wenn Sie jemand für den Mörder in einem gegebenen Fall halten und der einwandfrei beweisen kann, dass er ganz woanders war, als der Mord passiert ist, zum Beispiel bei der Polizei, um den Diebstahl seines Wagens oder was weiß ich zu melden, dann können Sie ihn doch des Mordes gar nicht anklagen. Nein. Aber gekaufte Zeugen, manipulierte Uhrzeiten, umgebuchte Flüge, das gehört bei uns alles zur Routine. Da hilft Ihnen natürlich Ihre Erfahrung. Ja. Und bei Benutzung von zeitverschoben wirkenden Giften, da hilft uns die medizinische Forschung. Wir haben ausgezeichnete Labors. Was ich angenommen habe. Vielen Dank. Tja, und einen guten Tag. Ein Psychopath ist das. Natürlich, er hat was vor, klar. Klar. Er bringt den Brunner um und behauptet, während der Tatzeit hier gewesen zu sein. Oder er war Billardspiel mit dir. Na, also so primitiv läuft das bei Bloch nicht. Er ist ein hochintelligenter Mann. Na, dann lass dich mal überraschen. Verzeihen Sie bitte, sind Sie Herr Heuer? Ja. Es ist eine Weile her, dass ich auch so gesungen habe. Aber nicht bei mir, da bin ich sicher. Nein, nicht bei Ihnen. Ich hätte Sie gerne in einer privaten Angelegenheit, wenn das möglich ist, ein paar Minuten gesprochen. 10. Nicht ganz. 9 kann ich Ihnen geben. Es geht dabei nicht um mich, sondern um Ihre Tochter, Annette. Ulrike Sülke. Wiedersehen. 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 Mit wem habe ich das Vergnügen? Annette Heuer ist doch Ihre Tochter? Ja. Und wer sind Sie? Ich möchte noch vorausschicken, ich kenne Ihre Tochter nur sehr flüchtig. Mein Name ist Bloch. Dr. Bloch, Sie werden meinen Namen schon einmal gehört haben. Nein, er ist mir ganz unbekannt. Tatsächlich? Und den meiner Frau? Andrea Bloch? Es tut mir leid. Meine Frau war die Geliebte des Mannes, mit dem ihre Tochter eng befreundet ist. Sie werden ihn sicher kennen, mit Herrn Brunner. Sie sagen, Ihre Frau sei die Geliebte dieses Mannes gewesen? Ja, es war, wie es aussah, eine sehr tiefe Beziehung. Zwischen Ihrer Frau und Herrn Brunner? Ja, meine Frau sprach ganz offen darüber, dass sie diesen Mann liebe. Eine geradezu ideale Beziehung. So stand ich meiner Frau nicht im Wege, als sie mir eröffnete, sie wolle mit diesem Mann zusammenleben. Darf ich mich vergewissern, Sie sprechen von Herrn Brunner? Igor Brunner, ja, dem Liebhaber meiner Frau. Aber lassen Sie mich erzählen, sie packte ihre Koffer. Sie können sich vorstellen, welche Augenblicke ich durchlebte. Und fuhr zu Brunner. Meine Frau erlebte nun ihrerseits einen Augenblick, auf den sie nicht gefasst war. Der Mann, dessen Liebe sie so sicher war, warf sie hinaus, mitsamt ihren Koffern, und bewies, dass seine Liebe keine Liebe war. Eine Stunde später war meine Frau tot. Sie hatte sich das Leben genommen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Dr. Bloch. Herr Derrick, welche Überraschung. Wollen Sie ein Spiel mit mir machen? Ich möchte Sie eigentlich an Ihrem Spiel hindern, Ihrem Spiel mit Brunner. Und dafür opfern Sie Ihre ohnehin knappe Freizeit? Passt es Ihnen nicht, dass ich gekommen bin? Im Gegenteil, da kann ich Ihnen gleich berichten. Ich bin heute einer Pflicht nachgekommen, die ich beinahe vernachlässigt hätte. Oh,
Einer Pflicht, ja? Ich habe den Vater der jungen Dame, die ich bei Brunner kennengelernt habe, aufgesucht. Ein Musiklehrer. Sehr sympathischer Mann. Und ihm die Geschichte meiner Frau erzählt. Er kann seiner Tochter vielleicht eine große Enttäuschung ersparen. Junge Menschen können ja so leichtgläubig sein. Da haben Sie sicher auch Ihre Erfahrung. Ja, ja, ich habe meine Erfahrung mit Tätern. Aber ich habe auch Erfahrung mit Menschen, die zu Tätern werden. Und ich bin so ein Fall? Ja. Und Sie sind gekommen, weil Sie die Tat verhindern wollen? Ja, zumal Sie mir eine Rolle dabei zugedacht haben. In gewissem Sinne bin ich auf Sie angewiesen. Ja, Herr Doktor. Ob ich Sie als Täter überführe oder einer meiner Kollegen, das ist vollkommen gleichgültig. Da unterschätzen Sie mich. Doktor, ich möchte nicht, dass Sie zum Mörder werden. Und ich werde es zu verhindern wissen. Gute Nacht. Mein Name ist Derrick. Ich bin von der Kriminalpolizei, aber es ist keine dienstliche Angelegenheit. Kleinen Moment, bitte. Herr Brunner lässt bitten. Ja, ja, danke. Guten Tag, Herr Brunner. Kriminalpolizei? Ja, Derrick, Mordkommission. Herr Brunner, Dr. Bloch ist mein Arzt. Ich bin gut mit Ihnen bekannt. Dr. Bloch? Na, ich weiß. Ich kenne die ganze Geschichte. Dann wissen Sie hoffentlich, dass dieser Mann mich drangsaliert. Er raubt mir den letzten Nerv. Ich weiß, ja. Hat's mir erzählt. Was hat er Ihnen erzählt? Dass er mich verfolgt? Der Mann steht plötzlich in meiner Garage, in meiner Wohnung. Er scheint auf Empfängen, die ich gebe. Und hat nur eins im Kopf. Mir einen Mord anzuhängen. Und seine Frau. Die Frau hat Selbstmord begangen. Selbstmord. Einen Selbstmord, mit dem ich nichts zu tun habe. Naja, also vielleicht ist das nicht ganz richtig, Herr Brunner. Ich meine, Sie haben ja das Verhältnis zwischen Frau Bloch und Ihnen, haben Sie doch auf eine ziemlich, na sagen wir ruhig, brutale Art und Weise gelöst, nicht wahr? Deswegen sind Sie hier. Stehe ich unter Anklage? Nein, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt zu Ihnen komme. Warum tun Sie es? Schauen Sie, Dr. Bloch ist in einer extremen Situation. Und ich glaube, es könnte Ihnen nur helfen, nicht nur Ihnen, allen könnte es helfen, wenn Sie ihn als einen Kranken betrachten, der Ihr Mitleid verdient. Mitleid? Ich will es ganz offen sagen, die ihn unberechenbar macht. Der Mann kann seine Erregung sofort loswerden. Er muss mich nur in Ruhe lassen. Sagen Sie ihm das, aber ab sofort. Dann vergesse ich vielleicht, dass er mich bei meinen Freunden schon beinahe unmöglich gemacht hat. Sonst kann ich meine Erregung auch nicht loswerden. Das ist üble Nachrede. Geschäftsschädigung. Sagen Sie ihm das. Derrick. Oh, Herr Derrick, bitte kommen Sie rein. Guten Abend, Frau Blurich. Ach, hat er Besuch? Ich möchte nicht stören jetzt. Was denn, Jens, was? Was bitte? Hören Sie. Herr Derrick. Namen, Doktor. Sie verfolgen mich ja geradezu. Ja. Kommen Sie rein, bitte. Danke. Ich glaube, ich weiß, warum Sie zu mir kommen. Ich besitze eine Videokamera und habe sehr gern damit aufgenommen. Aus dem Wunsch heraus, etwas unverlierbar zu machen. Diese Aufnahmen sehe ich mir jeden Abend an. Darf ich kurz telefonieren?
Die Nummer kenne ich auswendig. Entschuldigen Sie. Ja, Brunner? Hier, Dr. Bloch. Guten Abend. Sie haben noch die Frechheit, mich anzurufen? Hören Sie, ich habe gerade Besuch. Herr Heuer ist bei mir. Es dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, was er mir zu erzählen weiß. Brunner. Ja, haben Sie denn vollends den Verstand verloren? Völlig außer sich. Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen. Ich Herr Brunner, ich zeige hören Sie mir doch mal zu. Das ist Geschäftsschädigung. Das ist Rufmord. Und rufen Sie mich nicht mehr an. Und lassen Herr Brunner, Sie mich nicht mehr bei mir blicken. Hören Sie mich? Unglaublich. Der Mann hat ja völlig die Nerven verloren. Doktor, warum haben Sie ihn angerufen? Ich sagte, ich habe mit dem Vater der Freundin von Brunner gesprochen, diesem Musiklehrer. Er wollte Brunner heute Abend aufsuchen. Er war gerade da. Eine ganz frische Wunde, die unser Freund da hat. Hat und in die ich hineingestochen habe. Sie hassen ihn nicht? Sie hassen ihn auf eine unbeschreibliche Weise. Sie wollen ihn zugrunde richten. Sagen wir so. Ich lasse es nicht zu, dass er sich aus dem Wege geht. Ich zwinge ihn dazu, über sich selbst nachzudenken. Wissen Sie, Sie gehören zu einer Art von Täter, mit der ich es bis heute überhaupt noch nie zu tun hatte. Begehe ich denn ein Verbrechen? Sie tun etwas zum Nachteil eines anderen. Das ist der erste Schritt. Ich weiß, ich weiß. Es gefällt Ihnen nicht, was ich tue. Hören Sie, Doktor, gehen Sie weg, bitte. Fahren Sie irgendwo hin. Sie brauchen wirklich Ruhe. Ich danke Ihnen für alles. Aber weggehen kann ich nicht. Noch nicht. Klingt nicht uninteressant. Wie war der Name nochmal? Bloch. Und Andrea Bloch, das war Ihre Frau. Aha. Aber Sie sprachen von Mord. Wenn auch in übertragenem Sinn. Kann gesellschaftlich ja ganz interessant sein. Kommt auf den Mörder an. Sagen wir vorsichtshalber. Verursacher. Ein Name, der in Ihren Gesellschaftsnachrichten des Öfteren vorkommt. Natürlich bin ich bereit, ihn zu nennen. Am besten, ich komme zu Ihnen. Bis gleich. Fräulein Gerski? Sie wollen gehen? Ja, ich muss. Ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass Dr. Malkin für die nächste Zeit die Vertretung hier übernimmt. Richtig aufgemacht könnte da schon was bringen. Na, was sagt er? Herr Brunner erwartet unseren Anruf um 17 Uhr. Bei sich zu Hause. Heute schon. Warum nicht? Das bekämen die Leser dann zum Wochenende. Was haben Sie ihm gesagt, worum es geht? Um erfolgreiche Geschäftsleute. Stimmt doch, oder? Stimmt. Der ist so pressegeil. Na, Dr. Bloch, was meinen Sie? Das war doch Ihre Bedingung. Wir informieren Brunner über Ihren Bericht und spielen ihm Ihr Band am Telefon vor. Ob Sie wirklich zu ihm gehen sollen, also ich weiß nicht. Unseretwegen brauchen Sie das nicht. Doch, doch. Das ist nur fair. Sollte er sachliche Einwände haben, kann man das an Ort und Stelle bereinigen. Verstehen Sie, mir geht es nicht um Sensationen, mir geht es um die Wahrheit. Also 17 Uhr. Sie können sich drauf verlassen. Gut. Im Rahmen der Veröffentlichung können Sie den Fall ja mit der Frage an Ihre Leser verbinden, ob nicht so mancher Selbstmord eigentlich ein Mord ist. Aber das überlasse ich selbstverständlich Ihnen, ja. Dann bis 17 Uhr. Herr Dr. Bloch ist vor einer Viertelstunde weggefahren. Aber er hat uns gebeten, sofort zu ihm zu kommen. Er hat mir gesagt, dass Sie kommen werden. Er ist zu Herrn Brunner und lässt Sie bitten, ebenfalls dorthin zu kommen. Es sei sehr, sehr wichtig. Ja, ja, danke schön. Thank you.
Was wollen Sie? Ihre kranken Fantasien in die Zeitung bringen? Ja, und Sie? Sie können mich nicht. Es wird Ihnen niemals gelingen, mich zum Schweigen zu bringen, wie ich das kann. Kein Wort werden Sie sagen. Kein Wort mehr! Er ist tot. Hi, ja? Fällt dir an dem Foto etwas auf? Er lächelt. Das ist es also, was er wollte. Dass Bruno des Mordes beschuldigt wird, jetzt hat er es erreicht. Ich sagte mal zu ihm, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie den Mann zugrunde richten? Wollen Sie ihn umbringen? Da sagt er, Brunner soll Zeit bekommen, über sich nachzudenken. 10, 15 Jahre wird er wohl Zeit dafür haben. Ist kein Zweifel. Er lächelt.